Hallo und recht herzlich willkommen YouTube hier bei Icebox HD. Wir schauen uns heute die Runtastic Roadbike App fürs Rennradfahren mal etwas genauer an. Ihr habt sie schon auf dem Bildschirm und das ist das Bild, was ihr seht, wenn ihr die App das erste Mal startet. Es handelt sich hierbei um einen Fahrradcomputer mit Navigation quasi fürs Fahrradfahren und Rennradfahren. Und schauen wir uns mal etwas näher an. Das ist der Startbildschirm. Hier haben wir die Möglichkeit, quasi eigene Felder zu konfigurieren, indem ich sage, hier möchte ich halt mit einem einfachen Druck drauf ein anderes Feld drauflegen. Ich möchte da oben zum Beispiel nicht die Zeit haben, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann lässt sich das hier einfach mit einem Druck drauf verändern. Somit kann ich mir da oben die 6 Felder schon mal fest vorlegen. Das Ganze funktioniert, wenn ihr keine Sensoren habt, die N-Plus kompatibel sind, über GPS. Das heißt, über GPS wird eure Strecke aufgezeichnet, über GPS wird eure Geschwindigkeit bestimmt, eure Durchschnittsgeschwindigkeit, eure gefahrenen Kilometer und eure Gesamtkilometer. Das alles macht die App über GPS. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das werde ich euch in einem späteren Video noch zeigen, N-Plus-Sensoren für Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Herzfrequenz mit dieser App zu verbinden. Wir haben hier unten des Weiteren die Möglichkeit, uns die Karte der Umgebung anzeigen zu lassen. Upp. Jawohl, da haben wir es. Hier habe ich die Möglichkeit, mir die Umgebungskarte anzeigen zu lassen und kann auf der Homepage des Herstellers, nämlich runtastic.com, mir vorher eigene Routen erstellen und diese dann quasi nachfahren. Ich kann das Ganze also auch als GPS nutzen. Was euch dabei im Klaren sein muss, ist, wenn ihr das ganze Ding als Navigationssystem nutzt und das Display die ganze Zeit eingeschaltet habt, hält der Akku so ungefähr 3-3,5 Stunden von einem iPhone. Danach ist er komplett leer gesaugt. Das solltet ihr euch bei der Planung vorher bewusst machen. Dann haben wir hier unten noch verschiedene, beziehungsweise hier noch zwei verschiedene Knöpfe. Und zwar einmal kann ich hier drüben die Stimme einstellen, die mir Zwischeninfos sagt zu gefahrener Strecke, zu Herzfrequenz, zu Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich kann hier einstellen, nach welcher Zeit mir das Ganze mitgeteilt werden soll, beziehungsweise nach welcher Distanz mir das Ganze mitgeteilt werden soll. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, Musik einspielen zu lassen. Und zwar aus der Mediathek eures iPhones. Das Ganze gibt es auch für Android. Da funktioniert das Ganze genauso. Dann habe ich hier unten meine 4, 5 Buttons. Einmal mit der Aktivität, wo ich die aktuelle Aktivität aufzeichnen kann. Das könnt ihr übrigens einstellen, ob euch die Roadbike-App vorher fragen soll, ob ihr Normalfahrrad fahrt, Rennrad fahrt oder irgendeine andere Aktivität macht. Oder ihr könnt es einstellen, dass standardmäßig quasi Rennradfahren oder Fahrradfahren eingestellt ist. Bei mir ist das im Moment Rennradfahren. Dann haben wir hier den Verlauf. Da seht ihr, was bisher quasi mit dieser App aufgezeichnet worden ist. Wie ihr seht, habe ich bisher 1400 Kilometer mit dieser App gefahren. Das heißt, ich habe sie jetzt auf Herz und Nieren quasi getestet und muss sagen, ich bin relativ zufrieden damit. Wir haben hier eigene Routen, die wir auf runtastic.com erstellen können, die wir dann hier mit synchronisieren können und die wir dann auch benutzen können als quasi Navigationshilfe. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt hier und möchte nach XY, bitte zeigt mir den kürzesten Weg. Das geht nicht. Ihr müsst also vorher eigene Routen dafür anlegen. Offline-Karten habe ich hier auch noch. Da habe ich die Möglichkeit, mir quasi Karten, hier in dem Fall die OSM-Karte, runterzuladen. Die lädt dann schon ins iPhone oder auf euer Android-Gerät runter und ihr habt dann die Möglichkeit, danach zu navigieren und könnt etwas Datenvolumen unterwegs sparen. Und ganz zum Schluss habe ich noch die Einstellung. Da kann ich halt einstellen, Miles oder Kilometer, Grad Fahrenheit oder Grad Celsius. Hier haben wir die Möglichkeit, halt die Aktivität zu wählen. Live-Tracking, Sprachausgabe, Smartwatch. Das heißt, ich kann die App auch mit einer Smartwatch verbinden und dann die App quasi in meine Trikottasche stellen. Ich kann die Sprachausgabe wählen, wer mir da das Ohr zusülzen soll, wie laut und
das, was wir vorhin schon gesehen hatten, und ich habe die Möglichkeit, Live-Tracking anzustellen. Und dann kann ich das Ganze halt in meinen sozialen Netzwerken mitteilen. Und von dort können eure Freunde euch dann quasi unterwegs auch anfeuern. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Herzfrequenzsensoren und Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren mit dem Gerät zu koppeln, so dass mir die Daten etwas genauer angezeigt werden und darunter halt noch Benutzerkonto und Runtastic, hol dir Bike-Produkte, das ist halt Werbung vom Hersteller, die da noch mit drin ist. Ja, alles in allem bin ich mit der App sehr zufrieden. Wer keine mehreren hundert Euro ausgeben möchte für ein GPS-Sensor mit Fahrradcomputer, der ist, denke ich, mit dieser App sehr gut bedient. In der Pro-Version kostet das ganze Ding 5 Euro. Es gibt es aber auch zum Testen vorher unter Runtastic Roadbike im App Store eine kostenlose Version, die halt nicht sämtliche Features von Anfang an direkt mit freigeschaltet habt. Aber zum Testen reicht es aus. Wenn es euch dann gefällt, könnt ihr immer noch sagen, ihr wollt euch die Vollversion holen. Mir gefällt die ganze App sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Habe sehr viel bisher damit, bisher sehr viel Zeit damit verbracht und werde in Zukunft auch noch viele meiner Radtouren damit aufzeichnen. Ich hoffe, euch hat es einen kleinen Einblick gegeben und wünsche euch viel Spaß auf dem Rennrad. Bis zum nächsten Mal, euer Icebox. Ciao!